Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII für die PS1. Im letzten Part sind wir in der Chocobo Farm gewesen, haben dort einen Chocobo-Köder gekauft, mit diesem einen Chocobo gefangen und haben hier diesen Sumpf überquert, wo mal gucken, ob man ihn sehen kann. Ja, da hinten dieser sich bewegende Schatten, das ist der Midgar-Solom, große Schlange. Hätte uns sonst angegriffen, wenn wir keinen Chocobo gehabt hätten. Und den Kampf können wir noch nicht gewinnen. Deswegen brauchen wir den Chocobo. Und dann gehen wir doch hier mal in die Höhle rein. Ich glaube, Cloud hat da was gesehen. Oh. Hat das Sephiroth getan? Wer sonst? Ich würde sagen, dieser Sephiroth ist ganz schön stark. Ach. Wahnsinn. Ja, ne? Und ja, das ist ein Midgar-Solom. Das ist diese Schlange, die man dort gesehen hat. Die hätte uns sonst angegriffen und wie gesagt, ist ziemlich stark. Jedenfalls für unser aktuelles Level. Deswegen, ja. Deswegen wollten wir da nicht gegen kämpfen. So, jetzt gehen wir aber wirklich in die Höhle. Und wollen uns hier ein bisschen umsehen. Zunächst wollen wir hier nach rechts. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Genau. Weil hier haben wir zwei Items. Einmal einen Äther, den nehmen wir sehr gerne mit. Und hier oben haben wir ein Zelt, auch immer gern gesehen. Weil es kostet nicht gerade wenig. So, hier jetzt noch mal kurz gucken. Ja, hier kann man hochklettern. War mir doch so. Oh, das wird einem hier zum Glück angezeigt durch die Hilfspfeile. Ansonsten würde man einige Stellen übersehen. Nur in einem Let's Play finde ich das ein bisschen nervig, wenn die angezeigt werden. Privat habe ich sie generell an. Aber so, wie gesagt, die ganze Zeit da den komischen Finger über Cloud und die ganzen Dreiecke zu sehen, ist ein bisschen nervig. Gut, ja, Scherenfunke tut ein bisschen weh. Aber füllt auch die Limitleiste ganz gut dafür auf. Von daher habe ich mit der Attacke kein allzu großes Problem. Flammenwerfer. Think of Barret, sehr schön. Seine erste Feindeskönnenfähigkeit. Der Flammenwerfer. Wunderbar. So, dann kann ich euch das ja auch gleich mal zeigen. Ich habe zwar die Befürchtung, dass die Gegner hier nicht allzu feuerempfindlich sein werden. Aber das macht nichts. Um zeigen geht's immer. Oh, das Feindeskönnen habt ihr vielleicht gerade gesehen. Flammenwerfer kostet 10 MP. Ja, nochmal Flammenwerfer, mach ruhig, kein Problem. Blabla. Und es sieht fast aus wie ein Zauber, nur dass der Magiekreis, sage ich mal, rot ist und nicht grün. Ansonsten gibt es da keinen wirklichen Unterschied. Und das war's dann auch schon so wirklich. Ein Hit und ein Mist, schade. Ich wollte eigentlich zumindest zweimal einen Hit treffen, logischerweise. Aber naja, es hat nicht sollen sein. Kalter Atem. Kalter Atem ist, soweit ich weiß, kein Feindeskönnen, deswegen ist mir das egal, dass es Cloud getroffen hat. So, wunderbar. Damit wäre das auch erledigt. Oh, sehr schön. Viel Erfahrung bekommen, viel Geld bekommen. Beides praktisch. Fernwirkung. Oh, Fernwirkung ist auch eine schöne Substanz. Wo setze ich die ein? Jetzt die Frage. Oh, das erste alle ist schon fast auf Master. Auf der nächsten Stufe, nicht auf Master. Master wäre ein bisschen schnell. Aber auf der nächsten Stufe, das ist schon mal schön. Glaube, ich werde es mit dem Element einsetzen. Ja, ich nehme das Element raus. So, Fernwirkung.
bewirkt, dass man auch mit einer Nahkampfwaffe aus der hinteren Reihe genauso viel Schaden macht wie aus der vorderen. Deswegen stellen wir Cloud jetzt auch in die hintere Reihe mit der Fernwirkung. Weil, wie gesagt, er macht noch genauso viel Schaden, kriegt aber nur halben Schaden ab. Das ist immer sehr praktisch. So. Hier hoffe ich jetzt auch, dass ich nichts vergesse. So, da war noch ein Item. Machen wir erstmal einen Kampf und dann gucken wir weiter wegen anderen Items. Aber ich glaube, sonst war hier erstmal noch nichts weiter. Okay. Okay. Alles noch gut. Okay. Weiß ich in etwa, wie viel Leben die haben. Und kann hier nochmal kurze Heilung reinprügeln. Sumpfschuss. Aha. Hat ja viel abgezogen, das Ding. Wow. Dafür, dass es einen eigenen Namen bekommen hat, war das echt ein wenig. Naja. Kampf bestanden. Yay. Dann wollen wir hier auch gleich mal weiter im Text. So, und zwar geht es dann hier weiter. Hier lag sonst nichts mehr. Ein Moment. Wer bist du? Weißt du, wer ich bin? Von den Turks, oder? Nun, wenn du Bescheid weißt, wird das hier nicht lang dauern. Es ist schwer zu erklären, was die Turks tun. Kidnapping, oder? Negativ ausgedrückt, kannst du das so sagen? Aber ganz so einfach ist das jetzt nicht mehr. Aha. Root ist nicht so unbedingt gut mit Wörtern. Man hier vielleicht merkt. Bitte. Ist okay, Root. Ich weiß, du magst keine Reden. Also brich dir keinen ab. Elena, dann erklär du es. Ich bin das neueste Mitglied der Turks. Elena. Dem, was du Reno angetan hast, haben wir zu verdanken, dass wir zu wenige sind. Obwohl, deswegen bin ich zu den Turks befördert worden. Auf alle Fälle müssen wir herausfinden, wohin Sephiroth unterwegs ist. Und versuchen, euch ständig aufzuhalten. Halt mal, es ist genau umgekehrt. Ihr seid diejenigen, die ständig uns im Weg sind. Verdammt, ich hab letztens, glaube ich, Zeng und Reef miteinander verwechselt. Von der Stimme her. Shit, stimmt. Es war Zeng, den ich mit einem leicht russischen Akzent gesprochen hatte. Nicht, und eigentlich nicht Reef. Reef habe ich dann aber auch mit der Stimme gesprochen. Okay, bleiben wir aber dabei, dass Zeng die Stimme hat. Elena, du redest zu viel. Zeng? Es gibt keinen Grund, denen etwas von unserer Order zu erzählen. Entschuldige, Zeng. Ich dachte, ich hätte etwas anderes befohlen. Geh jetzt. Vergiss nicht, deinen Bericht zu schreiben. Oh, ja. Also dann, Root und ich werden Sephiroth folgen. Der befindet sich auf dem Weg zum Hafen von Junon. Elena, du scheinst nicht zu verstehen. Oh, ich... Entschuldigung. Geh, lass Sephiroth nicht entkommen. Jawohl. Jawohl. Verdammt, warum habe ich Reef und Zeng miteinander verwechselt? Ich weiß es nicht. Reno sagte, er wollte dich sehen. Nachdem die Wunden, die du ihm zugefügt hattest, geheilt waren. Er wollte euch allen seine Zuneigung beweisen. Mit einer neuen Waffe. Aha. Na dann. Naja, dann. Wo ist Aeris? Ist sie nicht bei dir? Aeris ist nicht bei uns. Sie ist bei den anderen.
Oh, grüß Sie von mir. Na, der Dialog ist ein bisschen anders, wenn man Aeris im Team hat. Aber, da in meinen Augen Aeris ein komplett unnötiger Charakter ist und für diese Aussage werde ich mir wahrscheinlich einige Hasskommentare einfangen. Aber das ist mir egal. Auch Hasskommentare sind Kommentare. Ja, da ich Aeris komplett unnötig halte, werde ich sie eigentlich nie mit im Team haben, außer es ist zwingend notwendig. Und zwingend notwendig ist es nur an einer Stelle. Jedenfalls fällt mir spontan nur eine ein, bei der das noch so ist. Jap. Einmal hier ein Kreuzschlag. Und dann dürfte das Viech weg sein. Sage ich ja. Sehr schön. Sehr gut. Levelmäßig sind wir ganz ordentlich gerade. Das kann man ganz gut daran erkennen, dass da eine Limit-Attacke ausreicht für einen normalen Gegner. So sollte es sein. Da oben waren wir gerade schon. Dann müssen wir jetzt hier hoch. Na, wo ist der Weg da? Natürlich direkt in der Tür noch ein Kampf. Das Spiel möchte mich nicht weiterlassen. Naja. So, und hier ein Feindeskind, Flammenwerfer, einfach weil ich es kann. Dort auf die hinterste Reihe. So, ich glaube zwar fast, dass ein Feuerzauber auf alle sogar effektiver wäre, weil eben alle getroffen werden und ich glaube, da müssten auch alle sterben. Das ist mir jetzt aber gerade mal egal. Oh, klar, hat eh keinen Zauber, der auf alle geht. Wollen wir doch mal schauen. Feuer auf alle. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Okay, Feuer jetzt nur noch auf einen. Dadurch ist der Schaden auf jeden Fall höher, weil im Single Target macht man mehr Schaden. Es wäre knapp. Wäre knapp. Wenn ich das auf alle zauber. Da müsste man dann bei der nächsten Gegnergruppe mal tatsächlich testen. Wenn so eine Gegnergruppe nochmal kommt, ob das ausreichen würde. Okay, dann sind wir jetzt aber auch schon raus. Ich wusste gar nicht mehr, dass das schon der Ausgang war. Naja. So, wir wollen nach Junon, also zum Hafen von Junon. Das wurde gerade gesagt. Vorher gehen wir aber hier nochmal hin. Da könnten wir effektiv an einem Minispiel teilnehmen. Das machen wir aber nicht so wirklich, sage ich mal. Nee. Nee, das werde ich nicht machen. Also, nein, ich werde es machen, aber nicht in dem Sinne, wie es eigentlich gedacht ist von den Entwicklern. Aber das werde ich euch dann gleich zeigen, wenn wir an der entsprechenden Stelle sind. So, ja, danke, bisschen Erfahrung, bisschen Geld. Geh weg, ey. So, und ab nach Fort Condor. Hi. Wir haben dich schon lange Zeit auf diesem Schlachtfeld bekämpft. Selbst jetzt haben wir uns auf einen langen Krieg mit ihm vorbereitet. Falls ihr es nicht eilig habt, würdet ihr uns im Kampf gegen sie helfen? Hört mal, wir wollen euch nicht trennen. Wenn ihr gerade in einer anderen Sache steckt, warum bringt ihr die nicht erst zu Ende? Wir helfen euch. Wirklich? Dann geht nach oben und sie werden euch die Einzelheiten erläutern. Okay. So, das hat zwei Gründe, dass ich hier reingehe. Zum einen haben wir hier wieder einen Waffenshop, der, glaube ich, ganz gutes Zeug verkauft. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und zum anderen, wie gesagt, das Minispiel, an dem wir zwar teilnehmen werden, aber etwas anders als geplant. So, erstmal wollen wir hier lang. So.
und mit dir sprechen. Oh, kannst du mir nichts verkaufen? Das wäre für sich selbst. Okay. Das heißt, man muss wahrscheinlich erst einmal am Minispiel teilnehmen. Ich weiß, man kann hier einkaufen. Ich bin mir nur nicht mehr ganz sicher, was genau das triggert. Dafür ist mein letztes Durchspielen von Final Fantasy VII doch ein bisschen zu lang her. Das ist auch schon wieder ein, zwei Jahre her. Wow. So, hi. Wollt ihr es auch sehen? Was sehen? Die Kondore, sie sind riesig. Komm und zieh dir das an. Ja, das ist groß. Doch, ja. Was hältst du davon? Wahnsinn, hä? Ja. Okay. Muss ich scheinbar noch mit jemand anders sprechen vorher. Nee, hier kann ich jetzt einfach nur wieder rausgucken. Das interessiert mich nicht. Ach, wie war denn das hier? Furchtbar. Wie gut ich vorbereitet bin. Naja. Ich hätte jetzt eh nicht geplant, dass in dieser Folge mehr passiert als vor Condor. Von daher. Ist das ein Kerl oder eine Frau? Ich weiß es nicht. Das ist ja was. Ich hätte nie gedacht, dass hier jeder eine raufklettern könnte. Deine Augen sind anders. Wie dem auch sei. Nicht mehr lang, dann ist hier das Schlachtfeld gegen die Shinra. Du solltest lieber abtauchen, ehe du reingezogen wirst. Ah, genau. Meinst du Shinra? Die Shinra? Was machen bloß diese Idioten hier? Du scheinst mit Shinra auch ein Problem zu haben. Schließlich bist du hier hochgeklettert. Warum hörst du nicht mal den Moment zu, was ich zu sagen habe? Das nehme ich an. Weißt du, was auf dem Gipfel dieses Berges ist? Ist denn da was? Los, das kriegen wir auf die Reihe. Der Reaktor und der Kondor. Du bist sehr scharfsinnig. Ja, es ist ein Kraftwerk und ein Kondor. Shinra scheint den Gedanken nicht zu mögen, einen Kondor auf dem Reaktor zu haben. Mann, ist das ein großer Vogel. Aber weshalb wollen sie ihn mit Waffen loswerden? Was ist denn schon, wenn ein Kondor auf dem Reaktor ist? Im Reaktor über uns scheint sich eine Art spezielle Substanz zu befinden. Das ist eine wichtige Information für später übrigens. Man kriegt es zwar dann nochmal gesagt, aber das ist halt schon mal ein Hinweis drauf. Und weil die Kondore kamen, hat Shinra schnell Truppen hergeschickt. Das Militär will den Kondor und alle Dorfbewohner von diesem Berg weg haben. Die Kondore brüten jetzt ihre Eier aus, was nur alle paar Jahre einmal passiert. Wir möchten die Kondore vor Schaden bewahren. Neue Leben. Ich mach's. Ich werde sie vor Shinra schützen. Kondoreier, ein echtes Stück Natur. Wir müssen das Leben des Planeten schützen. Leider sind wir nicht fähig, selber gegen Shinra zu kämpfen. Deswegen haben wir Soldaten angeworben, die uns helfen sollen. Als unser Förderer kannst du uns mit einem Beitrag helfen oder Seite an Seite mit uns kämpfen. Was meinst du? Willst du dich unserem Kampf anschließen? Klar. Was gibt es da zu überlegen? Wir müssen es tun. Cloud. In Ordnung. Danke, Cloud. Wir kommen euch zu Hilfe. Gut. Dann kann ich jetzt nach oben gehen. Ha, wusste ich's doch. Dann müsste ich jetzt auch einkaufen können. Aber gehen wir erstmal hier hin. So. Ja, danke. Doch wieder runter. Mann, Mann, Mann. Nein, nicht da auf den Stuhl rauf. Sag mal, bist du so blöd oder? Ich will mit dem hier quatschen. So. Danke. Lass mich unsere Strategie erläutern. Der Feind wird den Berg erklettern und nach dem Reaktor suchen. Wir stellen eine Falle für sie auf und heuern Soldaten an, um das Gebiet zu verteidigen. Nun, das ist alles, aber das Dorf hat kein Geld. Selbst wenn wir kämpfen wollten, wären uns die Hände gebunden, weil wir pleite sind. Um einen Soldaten anzuheuern, brauchen wir 400 Gil. Wenn wir 20 Soldaten anheuern wollen, müssten wir also 8000 Gil haben. Wenn ihr also Zeit habt, möchten wir, dass ihr euer eigenes Geld verwendet, um diese Soldaten anzuheuern. Die Falle zu kaufen, die aufzustellen und die Befehle zu geben.
Wenn ihr unter Zeitdruck steht, möchten wir euch bitten, uns mit dem Geld auszuhelfen. Wenn ihr uns das Geld geben könnt, dann können wir damit Soldaten anheuern und den Angriff von Shinra abwehren. Wir sind uns dessen bewusst, dass dies eine egoistische Bitte ist. Wir haben unsere Frauen und Kinder in ein anderes Dorf geschickt. Wir beugen uns unserem Schicksal. Fangen wir nochmal von vorne an. Falls der Feind in diese Hütte eindringt, müsst ihr ihn sofort zurückschlagen. Nun, einmal zu verlieren ist nicht das Ende der Welt, aber wenn man wiederholt verliert, könnte das gefährlich werden. So, gibt es irgendwelche Fragen? Nö. Hey, wer hier hochklettert, sieht genau richtig aus. Bitte, wir sind für jede Hilfe dankbar. Vorbereitungen getroffen? Okay, bereit. Hey, wir sind etwas knapp bei Kasse. Könnt ihr uns nicht wenigstens 4000 Gil geben? Ich hab doch gesagt, okay, bereit. Was zum... nein. Was soll das? Informationen? Nee. Oh, brauche ich etwa mindestens... Okay, ich brauche wahrscheinlich mindestens 4000 Gil in der Tasche, bevor ich das machen kann. Und ich habe jetzt aktuell 3800. Super! Echt toll! Klasse. Ja, gucken wir mal, ob wir in den Shop können. Ob die uns jetzt was anbieten, weil dann könnte ich da ein bisschen was verkaufen. Ich verkaufe zwar das Zeug, was ich gerade habe, nicht so gerne, aber das passt schon. So, hi. Na, bleib dran. Ja, jetzt geht's. Okay. Gut, dann verkaufen wir Objekte. Und zwar dann die Granate weg. Der Graviball, gut, da bringt eh nichts. Die will ich eigentlich auch behalten. Okay, Ether kann man doch kaufen, wie es aussieht. Weil ansonsten würden die auch nur eins bringen, wenn man sie verkauft. Wie zum Beispiel ein Elixier. Gut. Was verkaufen wir dann am besten? Schirm. Verkaufen wir ein Zelt. So. Dann haben wir auf jeden Fall genug Geld. Und dann passt das. So. Okay. Hoch da. Man ist jetzt nicht so, wie gesagt, dass wir da irgendwie Soldaten anheuern würden. Das ist das, was ich meinte mit, machen es nicht auf die vom Entwickler geplante Art. So, okay, bereit. Du hast 10 Feinde. Es scheinen viele Ungeheuer da zu sein. Du solltest also mehr Angreifer aussehen. Ja, ist banal, wie gesagt. So. Also, was jetzt hier effektiv gedacht ist vom Spiel, ist, dass man hier Einheiten aufstellt. Hier. Und die billigsten kosten halt 400 Gil. Und das geht dann auch ganz gut hoch. Ja, Arbeiter, die fallen hier kosten knappe 500 und so weiter. Das ist mir aber ziemlich egal. Ich werde das Spiel so starten. Die Geschwindigkeit ein bisschen hochdrehen, damit das schneller geht. Und dann müssen wir warten, bis der Feind oben ankommt. Und ja, sie sind leider sehr langsam. Das ist das große Problem. Deswegen habe ich auch nicht damit gerechnet, dass in dieser Folge irgendwas anderes noch passiert. Aber ich glaube, damit ihr die Zeit hier nicht abwarten müsst, weil es wird nichts passieren, werde ich euch das so zusammenschneiden, dass ihr dann seht, wenn der erste Gegner oben ankommt. Ja, genauso machen wir das. Also dann, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, wie gesagt, kurz bevor der Gegner die Hütte erreicht, man kriegt das dann links auch noch mit diesem blinkenden Warnung und durch diesen schönen Ton angezeigt. So, Feindesinvasion. Das bedeutet, der Gegner ist jetzt hier. Mein Gott, sie greifen an. Wir verlassen uns auf euch. Ja, jetzt rennen wir nach draußen und werden in einen Kampf verwickelt. Wenn wir diesen Kampf gewinnen, gilt der Feind auch als zurückgeschlagen. Und der Gegner hier ist nicht wirklich stark.
Von daher sehe ich nicht ein, warum ich den irgendwie. Ja, warum ich irgendwie Geld dafür ausgeben sollte, für irgendwelche Einheiten, um diesen Kampf nicht machen zu müssen. Ja, 2000 HP, das ist gar nichts. Das kriegen wir ziemlich schnell runtergekloppt. Vor allem, er schlägt selber nicht allzu stark zu. Ja, 27. Das heißt, das sind etwas über 50, wenn der bei Tifa, die in der ersten Reihe steht. Jetzt nicht unbedingt ein Grund, warum man hier zwingend... Na, sag schon. Warum man zwingend dem Kampf ausweichen sollte. Genau, das wollte ich sagen. So, erstmal nutzen wir Poisona, um das Gift aufzuheben. Und dann... Ja, yeah, wunderbar. Zwei Crits mit der mit dem Limit. Das ist sehr schön. Eins und zwei. Das war ordentlicher Schaden. So will ich das sehen. Mega Angriff. Ah ja. Ah stimmt, das ist jetzt eine Bodenattacke gegen alle. Sollte aber auch nicht so extrem viel Schaden machen. Nein. Macht fast gar keinen Schaden. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, der Kampf ist Pillepalle. So, das Einzige, was ist, man brauchte halt vorher 4000 Gold. 4000 Geld, nicht Gold. Warum auch immer man die brauchte. Beziehungsweise man kann den Kampf wahrscheinlich einfach nicht bestreiten, wenn man nicht mindestens 10 Einheiten kaufen kann. Das wird der Hintergrund gewesen sein. Gehe ich mal stark von aus. So. Dann tiefer nochmal hochheilen. Einfach, weil ich es kann. Ja, noch ein Mega-Angriff, der megamäßig viel Schaden macht, nämlich fast gar keinen. Yay. Und dann ist das Viech jetzt gleich auch weg. 100 HP. Ah ja, okay. Die 100 HP waren vor dem Angriff von Barret. Die Anzeige hatte sich noch nicht erneuert. Okay. So. Bringt aber ordentlich Kohle. Und eine Vagirisk-Klaue. Was auch immer eine Vagirisk-Klaue ist. Wir haben es irgendwie geschafft, aber Shinra wird wiederkommen. Gelände muss wirklich gut erkundet werden. Wir wissen nicht, wann sie wieder angreifen. Ja, kein Problem. So, ausrüsten. Tiefer, denke ich mal. Nein? Okay, was ist die Vagirisk-Klaue dann? Ach so, ist ein Item, das einen Gegner versteinert. Okay. Gut, dann werde ich mal noch einkaufen gehen. Mit dem ganzen Geld, das ich jetzt bekommen habe. So. Gut, der linke Laden ist der Itemshop. Das heißt, ich werde jetzt mal den rechten Laden unter die Lupe nehmen. Das müsste dann ja eigentlich der Waffenshop sein. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier Waffen gibt. Oder verkaufst du nur eine Substanz? Ist doch nur Substanz. Okay, dann hat sich das auch schon erledigt. Ich guck mal hier trotzdem nochmal. Sicherheitshalber. Nicht, dass sie hier im Objektladen jetzt doch noch Waffen verkaufen. Nee. Gut. Dann soll es das jetzt aber für diese Folge erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.